Tut mir leid. In meinem letzten Video habe ich ja gesagt, dass der HSV 3:0 gewinnen wird gegen die FC Hansa Rostock. Ja, viele haben das auch kritisiert, viele haben auch gesagt, ey, das ist viel zu arrogant. Ich sollte mich in Grund und Boden schämen für so eine Aussage. Am Ende wurde es jetzt ein 2:0. Und es war einfach ein absolut geiles Spiel von unserem HSV. Und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Nein, nicht zum zweiten Mal. Es ist einfach gerade geil. Es fühlt sich einfach gerade alles geil an. Hinten geil, vorne geil, Mittelfeld übelst geil. Also wirklich, das ist besser als Sex. Das ist besser als jeder Orgasmus. Dieser HSV, wirklich. Wirklich, es gibt keinen Spieler, den ich kaum. Also, ich kann natürlich immer mal wieder Kritik äußern, aber wirklich zur Zeit, das HSV-Spiel, es funktioniert. Die Spieler nehmen das an, die Spieler nehmen diese Spielidee an. Wir stehen hinten sicher, trotzdem suchen immer den Weg nach vorne. Es ist einfach nur geil. Es freut mich am meisten für die geilen Fans, weil die sind immer da. Die sind immer da gewesen und unterstützen die Mannschaft wirklich von vorne bis hinten. Und jetzt zahlt es sich endlich mal aus, indem man wirklich immer, jedes Mal bei einem HSV-Spiel wirklich einen guten Fußball sieht. Und ich bin einfach nur noch begeistert. In meinem letzten Video habe ich ja auch gesagt, Hansa Rostock wird mit allen Männern eben verteidigen. Die werden eben auf Konter lauern mit Perea eben. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und ja, was soll ich euch sagen? Schonlau kam zurück. Schonlau hatte ihn komplett im Rucksack. Das ist einfach unglaublich gewesen. Also hinten wirklich standen wir stabil. Natürlich zwei, drei Chancen hatte auch Rostock. Mit unserem Spielstil kann man das eben kaum vereiteln. Aber trotzdem, der Weg nach vorne, also das Offensivspiel von unserem HSV und mein Lieblingsspieler derzeit ist einfach Benesch. Was der ackert, wie der im Mittelfeld die Pässe, den Laufweg immer nach vorne treibt. Seine Schüsse sind so eisekalt, seine Freistöße. Der Mann hat es einfach drauf. Wirklich. Also von dem bin ich komplett begeistert. Ich war ein bisschen enttäuscht letzte Saison von ihm. Das war nicht so seine Sternstunde. Aber diese Saison, er reißt bisher alles ab. Ich hoffe, er verletzt sich nicht. Ich hoffe, er bleibt die ganze Saison so, weil dann wird es ein unglaublich starker und wichtiger Spieler für unseren HSV werden. Ist er jetzt schon. Also, was der leistet, aber auch ein Ludovic Reis, da merkt man einfach, wenn die beiden im Mittelfeld sind, der Gegner hat keine Chance. Wirklich keine Chance. Weil die führen das Spielsystem auf. Die sind hinten gut, die sind vorne gut, die sind überall gut. Auch ein Klatzel, der kann auf einmal Bälle halten, der kann Bälle verschieben, was er letzte Saison eben nicht so in meinen Augen her machen konnte. In letzter Saison war der eher nur ein Stürmer, der vorne steht. Jetzt auf einmal, der ist überall zu finden und er ist überall torgefährlich. Ein Jatta hatte zwar heute auch nicht so seinen besten Tag, ne? Vom letzten Spieltag natürlich auch. Aber trotzdem, seine Pässe gefallen mir. Seine Pässe, sie waren wirklich gut. Das Einzige, was ich bei Jatta eben kritisieren muss, sind eben diese 1 gegen 1 Duelle. Da muss er sich mal einen Unterricht nehmen bei Dompe, weil das kann er unglaublich gut, dieser Mann. Also Dompe wieder, also Aktivposten auf der linken Seite, unglaublich. Ein souveränes 2:0. Ich erkenne mein HSV nicht wieder. Also Daniel Heuer-Fernandes, wirklich sowieso ein unglaublich starker Torhüter, hat auch dieses Spiel wieder gezeigt. Diese drei Chancen, die Hansa Rostock hatte, oder drei, vier Chancen, das waren schon größere Chancen und die hat er alle vereitelt. Also auch Fero, ein unglaublich starker Torhüter, nur er wird halt kaum noch gefördert, was ich auch noch begrüßen werde, denn die HSV-Abwehr, die steht endlich mal souverän, also wirklich. Auch dieser Hansi Kadunisch, er hat heute ein gutes Spiel gemacht, aber gerade Schonlau hat eben wirklich den Unterschied gemacht. Die einzige Schwachstelle, die ich beim HSV eben sehe, ist der Linksverteidiger Miro Muheim. Natürlich, der hat immer mal wieder gute Ansätze. Gerade im Offensivspiel schaltet er sich oftmals ein, aber gerade in der Defensive oder mal bei der Ballannahme, da fehlt es ihm noch ein bisschen an Qualität oder vielleicht muss er das auch mehr einstudiert werden. Trotzdem, also die linke Seite ist für mich die Schwachstelle. Van der Bremt heute ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Auch die Einwechslungsspieler mit Perei zum Beispiel, ey, auch super stark gewesen. Nemeth würde ich sogar früher bringen als ein Königsdörfer, weil ein Nemeth einfach für mich gerade, ja, mehr Aufwand betreibt als ein Königsdörfer. Nichtsdestotrotz, wirklich ein souveräner Auftritt. Zu Hause muss man die Punkte holen und das macht unser HSV derzeit. Ich bin einfach nur glücklich. Wirklich. Ich bin einfach nur glücklich. Gerade weil ich auch sehe, weil die
Konkurrenz, die ich halt natürlich vor Augen habe, wie zum Beispiel Schalke und Hertha. Natürlich jetzt sagen viele, oh, Hertha, die haben nicht das Ziel aufzusteigen. Trotzdem, das ist schon mit Konkurrenz. Und dass die eben so patzen und eigentlich 10 Punkte Unterschied jetzt gegenüber unserem HSV haben, das macht mich einfach glücklich, weil das zeigt mir einfach, der HSV will es diese Saison auf jeden Fall wissen. Und diese Saison müssen wir auch aufsteigen, weil nächste Saison wird kein Benesch mehr da sein, kein Reis mehr da sein, kein Glatze mehr da sein. Ja, da werden wir wieder am Arsch sein, wenn wir nicht aufsteigen. Deswegen, Männer, jetzt nicht nur, wirklich, ihr sollt, wenn ihr euch einen Kalender gekauft habt, streicht diesen Frühling. Wir streichen Frühling komplett aus unseren Köpfen. Ja, Frühling existiert nicht. Es existieren nur noch 3 Jahreszeiten. Sommer, Herbst, Winter. Ja, Frühling gibt's nicht. Frühling, wirklich, wir streichen es. Es gibt nur noch Sommer, Herbst, Winter. Und das war auch alles, ja, was ich zu diesem Spiel sagen muss oder wollte. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie fandet ihr das Spiel? Fandet ihr das Spiel ähnlich gut oder gab es was zu kritisieren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo. Und ja, wir sehen uns im nächsten Spiel. Jetzt gibt es ja leider erstmal wieder Länderspielpause. Yay! Ja, dann sehen wir uns nach der Länderspielpause auf jeden Fall mit dem HSV zurück. Ciao, ciao.